So, Freunde, nebenbei beim Grillkröter-Bauvideo mal wieder was für die Folge 400 tun. Mein Schatz hat gerade lecker Zwetschgen-Tzatziki gebacken. Und ja, den schauen wir uns jetzt schnell an. Und dann macht sie schon Kartoffelsalat. Das ist das Geheimnis, wo alle immer schreien, man soll es zeigen. Einfach ein bisschen Zwiebeln rein, ein bisschen von dem Kartoffelkochwasser, ein bisschen Brühe und dann die Kartoffeln hinein. Das ist alles. Boah. Und da kommt der Zwetschgen-Tzatziki raus. Oh, geil. So, und jetzt kommt die schlimmste, beschissenste Nachricht überhaupt. Der Prof kommt nicht. Leider, der wollte ja auch kommen. Warum? Weil irgendwelche, sorry, wenn ich das jetzt so sag, Piep. Aber nö, Drecksarschlöcher sein Auto geklaut haben. Ist kein Witz. In Köln waren Autodiebe unterwegs, haufenweise Autos geklaut und tja, das vom Prof dabei. Unsere Laune hier ist gerade ziemlich im Keller unten. Ja, kann man nichts machen, aber wir ziehen es jetzt heute trotzdem durch. Aber das heißt auch, dass es, ja, sobald er wieder fahrbaren Untersatz hat, dass es dann nochmal eine Grillkröter-Fete geben wird. Jo. Seid ihr dabei? Hey! Hey! So, Freunde, weiter geht's. Ich werde jetzt für die Mini-Bacon-Bombs oder kleine Bacon-Bombs, habe ich das überhaupt schon gesagt? Typ Hawaii, werde ich jetzt einmal die Netze stricken, flechten, also das Bacon-Netz. Ja, hier fange ich an. Ja, ich denke, so 3 Stück werde ich machen. 1,5 Kilo Hack müssten wir ungefähr haben. Und ja, 3 Stück. Und ich glaube jetzt nicht, dass ich euch unbedingt das jetzt zeigen muss, wie man so eine Bacon-Netzfläche, das haben wir auch schon 100.000 Mal gesehen. Ich zeige euch nachher einfach das Ergebnis. Ja, und wenn das fertig ist, geht es ganz einfach weiter. So, Freunde, kurzer Zwischenstand. Ich habe jetzt 1,5 Bacon-Streifen in der Länge. Also die erste Nahtstelle ist hier, die zweite Nahtstelle wird dann hier sein. Immer jeweils 1 versetzt, einfach damit es stabiler wird. Und ja, jetzt geht es dann weiter. Umklappen, legen und so weiter und so fort. Bis das dritte Bacon ist es, die anderen 2 liegen unten drunter. Soweit fertig ist und ich kann es euch sagen, das wird bestimmt genauso geil wie so ein Bacolan-Bacon-Netz. So, das dritte Bacon-Netz fertig, aber ich muss ja noch das Hackfleisch alles vorbereiten und deswegen rollen wir das jetzt ganz einfach auf die Schnelle zusammen. Dann können wir es auf die Seite legen und wow, sieht doch fast aus wie ein Bacolan, oder Schatz? Gut, dann hole ich mir alles, was wir fürs... Er holt sich jetzt alles, was er fürs Hackfleisch braucht. Hast du mich einfach abgeschnitten? Ja, einfach weggelegt. Nein. So, Leute, hier hätten wir jetzt dann den ganzen Rest, was wir noch für die Bacon Bomb Typ Hawaii benötigen. Einmal 1,5 Kilo Hackfleisch gemischt, Rind und Schwein. Dann habe ich ein Döschen Ananas aufgemacht. Ja, der Saft ist, dass ich nicht austrockne. Dreierlei Käsesorten gerieben, Mozzarella, Gouda und Emmentaler. Da der Philipp heute da ist, nehmen wir mal den Rapp von ihm. Ich hoffe, dass man da echt mal wieder rankommt an Curry. Und dann habe ich noch die Barbecue-Sauce und zwar nicht irgendeine, sondern die neue Cherry. Tja, und die probiere ich jetzt erst einmal. Die ich hier... Ja. Jetzt einfach den Deckel abschlutze. Wow. Doch. Die kommt ganz gut. Lecker. Jo, dann werde ich jetzt erstmal einen Rub in das Hackfleisch reintun.
Na? Und das ordentlich durchkneten. Ihr könnt natürlich jeden anderen Rapp eurer Wahl nehmen. Das bleibt jedem selbst überlassen, was er dann nimmt. Und auch die Menge vom Rapp. So, und ich muss jetzt aufhören, weil sonst schimpft mal wieder, ich hätte es überwürzt. Das wollen wir heute nicht. Wichtig ist halt, dass er das Hackfleisch wirklich gut durchknetet, damit sich die Gewürze sauber verteilen und nicht irgendwo dann in einer Ecke ein riesen Gewürzklumpen ist. Jetzt brauche ich einen zweiten Handschuh, weil wir uns jetzt das Hackfleisch in drei möglichst gleich große Teile aufteilen. Weil wir machen ja drei Baconbömble. Gut, Freunde. Dann können wir auch schon gleich weitermachen. Tada! Wie sagt ihr ja, wie von Bacolan. So. Gut. Und das erste, was wir jetzt machen, wir nehmen uns jetzt ein bisschen was von der Barbecue-Sauce und streichen dieses Mal das Bacon jetzt von innen mit an. Auf alle Fälle hat die Soße auch einen leicht rauchigen Geschmack. Das passt doch hervorragend. Fleischknödel. Den könnt ihr jetzt ausrollen, platt drücken, drauf kloppen, wie ihr wollt. Und wenn sich einer fragt, warum mein Bacon jetzt wieder so schön dicht ist, ich tue immer die Baconstreifen leicht überlappen lassen und dadurch werden die Dinger so richtig schön dicht. So. Nehmen wir uns Käse in ausreichenden Massen. Schön Ananas. Wer sich hier an dieser Stelle jetzt aufregen mag, Ananas aus der Dose. Und keine Panik, es gibt noch was anderes mit Ananas in diesem Mega-Video. Dann hauen wir uns ein bisschen Curry drüber und dann können wir das Ganze einrollen, sofern es funktioniert. Na, zerlegt sich hier mein unteres Netz. Schön drin bleiben hier. Da klappen wir jetzt noch ein bisschen ein. Und wem das nicht genügt, der nimmt sich noch einfach 1, 2, 3, 4 Baconstreifen. Und legt die einmal rum, aber naja, muss nicht sein. Kann man machen. Gut. Und das Schöne ist jetzt, ich wickel das Ding einfach hier wieder ein. Und kann es dann so auf den Grill befördern. So. Das mache ich jetzt mit den anderen beiden. Dann kommen die sowieso noch in die Kühlung und später kommt es dann auf den Grill. Und ich würde mal sagen, definitiv in der Grillkota. Also. Wir sehen uns dann wieder, wenn wir das nächste vorbereiten oder mit den Spießen weitermachen oder eventuell, mein Schatz hat beim Metzger an schönen gefüllten Braten gesehen. Ich glaube, ein Schulterbraten. Ich weiß es jetzt nicht.
werden wir später noch erfahren, ja, wenn wir den auf den Grill draufhauen. Genau, so machen wir das. Ups, Leute, mir ist gerade eingefallen, ich wollte es euch ja noch zeigen, fertig, aber sehen wir dann, wenn es auf die Grillstation kommt. Schatzi, hörst du mal zum Kuscheln kurz auf und gibst mir mal deinen Braten, den du vom Metzger mitgebracht hast. Du kannst auch die Tüte zeigen, damit die Leute wissen, dass es wirklich vom Metzger ist. Von der Landmetzgerei Schulz in Donaualtheim, das ist von unserem Metzger. Okay. Ja, von denen haben wir doch schon mal was gehabt, was so gut war. Mhm. Ui. Oh, zeig mal her, da brauchen wir ja gar nicht viel machen. Nee, ist eine gefüllte Schweinebrust. Eine gefüllte Schweinebrust. Mhm. Oh ja, der könnte lecker sein. Gut, der kommt dann auch auf den Grill. Aber ich glaube, den hier werde ich auf der Weberkugel machen. Ja Leute, dann sehen wir uns definitiv als nächstes draußen. Für was verwendest du das Küchenmoped? Für Schlagsahne. Sahne. Okay. Indirekter Bereich mit Wasserschale eingerichtet, die Kohlen und ja, wir legen jetzt, was war's, Schweinebrust gefüllte. Moment. Hier weg. Ja, die legen wir hier jetzt ganz einfach im indirekten Bereich. Bei so viel Grad, wie der Grill jetzt bringt. Ja, so 150, 160 Grad. Und dann lassen wir das Ding grillen. Und später dann noch drehen und dann die Schwarte, die Kruste, die Haut zum Aufploppen nochmal auf direkte Seite, direkt auf die Glut. Ja, kann man sagen, wie man will. Gut, grillen. So, Freunde, der ja, erste Gang, sagen wir es mal so, der erste Gang für später liegt auf dem Grill. Warum hätte man das jetzt noch in der Kota machen sollen heute? Eigentlich ein kurzer Video, aber es hat sich halt jetzt angeboten, das den auf dem Kugelgrill zu machen. Gegessen wird auf alle Fälle dann, hoffe ich doch, in der Kota. Und später, wenn wir da drin zusammenhocken, wie gesagt, noch die Schaschlik und die Bacon Bombs, da haben wir da drin noch genügend zu machen. Und dann gibt es, glaube ich, heute noch Zwiebelröschen wieder. Mhm. Also, es geht schon noch was heute. Grillen wir das Ding fertig. Dann ist gut. Das soll sich jetzt aber auch keiner beschweren, dass das ein fertig gekaufter ist, weil der war regional vom Metzger, war vom Metzger und ja, passt. So, Freunde, ihr werdet es nicht glauben, aber ja, nach so einem halben Stündchen Couch liegen geht es mir wieder viel besser. Und ja, dem Braten geht es hervorragend. Den drehen wir jetzt einmal um 180 Grad. Ja, und er wird. So Leute, in der Zwischenzeit habe ich auch schon in der Grillkota angefeuert, aber noch sind wir hier draußen. Wow, ich glaube, den brauchen wir gar nicht mehr mit der Kruste nach unten drauflegen. Kann man, muss man aber nicht. Oh, ich werde mir jetzt mal Thermometer holen und mal Kerntemperatur messen. Ja, und je nachdem, gucken wir mal. So hin. Geilomat. Schatzi,
Du warst ja fleißig. Ja klar, irgendwann muss ja was tun. Die Spieße sind fertig gespießt. Oh ja, und die hauen wir nachher dann in der Grillkoda drauf. Und die Kohlen glühen, alles übliche Grillkohlen wieder. McBriquette-Kohlen werde ich irgendwann anders dann, wenn es wirklich draußen kälter ist, hier drin verwenden. Der Schaschlik-Aufsatz ist schon drauf. Die Spieße liegen da. Eventuell noch ein bisschen Nahmwut. Und der Baggerfahrer ist da!